Boris? Boris, hören Sie mich? Hier ist Kate Walker. Wachen Sie auf, Boris. Wachen Sie auf. Ja. Du lieber Himmel. Wie bin ich denn hierher geraten? Ich will runter. Lasst mich runter. Schnallen Sie sich ab, Boris. Abschnallen? Ah ja, klar. Ich schnalle mich sofort ab. Hoffentlich hat er sich nicht wehgetan. Boris! Ah, Kate! Mein Sterngleiter ist dahin. Irreparabel. Boris, Ihr Sterngleiter ist ja in erbärmlichem Zustand. Aber ich bin bis zu den Sternen geflogen. Nur das zählt. Boris, Hans Vorarlberg ist entführt worden. Hä? Was? Was sagst du da? Zwei Halunken haben Hans Vorarlberg entführt. Ich bin Ihnen auf den Fersen. Der arme Herr Vorarlberg. Leider werde ich dir wohl kaum helfen können. Ich verstehe. Ich muss diese Schurken um jeden Preis kriegen. Denn Hans ist nicht gerade bei bester Gesundheit. Ich würde ja gerne helfen. Aber ich wüsste nicht, wie, Kate. Mein Zug befindet sich am Fuße dieses Bergs. Und es gibt keine Möglichkeit, hinunterzukommen. Leider ist mein Gleiter lädiert. Das Landen war noch nie meine Stärke. Sind Sie sicher, dass ich Ihren Sternengleiter wirklich nicht benutzen kann? Ganz sicher. Ich wusste, die Landung würde ein wenig rau werden. Also habe ich den Schleudersitz betätigt. Aber vielleicht ist der Schleudersitz des Co-Piloten noch okay. Man müsste versuchen, das Handsteuersystem zu betätigen. Ich werde versuchen, diesen Schleudersitz zu betätigen. Ist gut. Ich warte so lange hier. Ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass ich Sie je wiedersehe. Das Schicksal geht so seine Wege. Boris, Sie könnten mir helfen, das Handsteuersystem des Schleudersitzes zu betätigen. Du musst deine Zielkoordinaten eingeben. Ich fürchte allerdings, das Radar funktioniert nicht mehr. Nun denn, bis auf ein anderes Mal, Boris. Viel Glück, meine Liebe.
Ehrlich gesagt, dachte ich nicht, dass ich... Das schick... Nun denn... Viel Glück. Haargenau, Kate. Kein Zweifel. Du wirst deinen Zug sicher nicht verfehlen. Ich helfe dir, dich festzuschnallen. Hallo? Kate Walker? Hier, Colonel Emeljov. Du weißt schon, aus Romansburg. Colonel Emeljov? Oh, aber sicher doch. Woher haben Sie meine Nummer? Das ist ganz ohne Bedeutung. Kate, ich rufe an, weil da jemand zu mir gekommen ist. Ein amerikanischer Detektiv. Er stellt eine Menge Fragen über dich, den Zug, deinen Freund Vorarlberg. Ich hab nichts erzählt, aber... Colonel, diesen Mann müssten Sie ein wenig aufhalten. Wir sind in Sibirien und es ist Winter, also hier kann die Zeit ganz schön lang werden. Der Mann wird dich nie aufspüren, Kate Walker. Danke, Colonel. Oscar, alles in Ordnung? Oscar, ich bin's, Kate. Kate Walker. Guten Tag. Oscar, nehmen Sie sich doch zusammen. Wir müssen Hans finden, so schnell. Hans? Hans Vorarlberg? Ja, Oscar, Hans. Oscar, schnell, fahren wir. Vielleicht erwischen wir diese Banditen noch. Oh je, ich fürchte, ich werde Ihnen keine große Hilfe mehr sein, Kate Walker. Aber irgendetwas muss Sie doch wieder auf die Beine bringen. Ich weiß nicht. Ich habe Hans auf einem Schlitten im Schlepptau eines Motorschlittens liegen sehen. Ivan und Igor haben ihn entführt. Es tut mir leid, dass ich nichts machen konnte. Ich wollte eingreifen, doch dieser Wüstling hat mich gepackt und in den Schnee geschleudert. Sie haben Ihr Möglichstes getan. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir Sie einholen. Alles klar, Oscar? Ich bin durchgefroren. Kann ich mir vorstellen. Sie werden sich gleich wieder aufwärmen, glauben Sie mir. Diese Kälte blockiert meine Räderwerke, Kate Walker. Hoffentlich ist die Lok beim Einsturz der Brücke nicht zu stark beschädigt worden. Ich befürchte das Schlimmste, Kate Walker. Wir müssen diese Kerle unbedingt einholen. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, Kate Walker. Aber ich fürchte, ich bin betriebsunfähig. Reißen Sie sich zusammen. Wenn wir hier Wurzeln schlagen, schaffen wir es bestimmt nicht. Kate Walker, mein Mechaniksystem ist nicht ausgelegt für so lange Aufenthalte im Schnee. Ich fürchte, ich bin außerstande, meine Lokomotive zu fahren. Mal sehen, ob ich etwas finde, das Ihnen hilft. Bis gleich, Oscar. Ich warte auf Sie, Kate Walker.
Sehen wir uns das mal an. Das tut gut. Danke, Kate Walker. Bitte nehmen Sie jetzt in Ihrem Wagen Platz. Ich bin bereit für die Weiterfahrt. Oscar? Kate Walker, Ihretwegen verlieren wir wertvolle Zeit. Sind Ihnen die Gelenke eingefroren? Nein. Gut, dann kehren Sie umgehend in Ihren Wagen zurück, damit wir diese Rüpel einholen können. Oscar? Kate Walker. Gut. Sieht aus wie ein Schiebepanel. Komisch, sieht aus wie ein Schiebepanel.
Oscar, was ist los? Wir können unsere Fahrt nicht fortsetzen, Kate Walker. Der Passagierwagen steckt fest. Da sehen Sie, was passiert, wenn Dilettanten meinen Zug fahren wollen. Was machen wir jetzt? Den Wagen abkoppeln. Ich werde von der Lok aus das Zugangspanel öffnen. Rufen Sie mich an, sobald Sie dort sind. Wenn der Zugang frei ist, betätigen Sie den Mechanismus und koppeln den Wagen ab. Das heißt, wir lassen den Wagen mitsamt Inhalt zurück? Ich befürchte, daran geht kein Weg vorbei, Kate Walker. Na gut, dann will ich mal, Oscar. Und Sie warten doch auf mich, bevor Sie weiterfahren? Ohne Sie würde ich niemals abfahren, Kate Walker. Kate Walker? Oscar, ich bin in Stellung. Gut. Ich löse den Öffnungsmechanismus aus und Sie koppeln den Wagen ab. Wird gemacht. Is it really Kate Walker we're chasing here, sir? You're pissing me off, John. What are you trying to say? Kate Walker, the lawyer. The one with the brilliant career prospects. That Kate Walker's dead. We're chasing some other kid. Someone we don't know anymore. I've got the family on my back every day, John. Kate Walker's gotta come home. Wo ist denn nur der Yuki?